Du sitzt gerade bequem vor dem Bildschirm und hast auf dieses Video geklickt, weil du dir nicht sicher bist, was ist AI, was ist eine künstliche Intelligenz und was ist Blockchain und was sind die Unterschiede zwischen diesen beiden. Ständig hören wir diese Buzzwords, künstliche Intelligenz, Machine Learning, Artificial Intelligence. Auf der anderen Seite hören wir die ganze Zeit Blockchain-Technologie, Bitcoin, Decentralized Finance. Aber was bedeutet das überhaupt? Also, was ist der Unterschied zwischen künstlicher Intelligenz und Blockchain? Und bevor du jetzt denkst, boah, das ist ein viel zu kompliziertes Thema, ich klicke lieber schnell aufs nächste Video, nein. Ich kann dir versichern, wir werden es ganz einfach machen. Wir werden die technischen Details weglassen. Es gibt viel zu viele Videos da draußen, die die technischen Details sowieso erklären. Das heißt, die kannst du dir auch anschauen, wenn du in diese Richtung dich informieren möchtest. Hier werden wir es einfach halten. Hier werden wir uns die Anwendungsfälle anschauen. Hier werden wir uns die Eigenschaften anschauen. Wir werden uns die Unterschiede zwischen AI und Blockchain anschauen, dahingehend, wofür man diese beiden Technologien verwenden kann. Also, los geht's. Was ist der Unterschied zwischen Blockchain und künstlicher Intelligenz? Nun ja, beide Technologien wurden eigentlich aus unterschiedlichen Interessen heraus entwickelt. Der Hauptfokus bei Blockchain-Technologie liegt in der Unveränderlichkeit. Das heißt, Blockchain ist ein sehr starres System. Blockchain ist ein System, das für die Unendlichkeit gemacht ist. Auf der Blockchain sollen Daten unwiderruflich gespeichert werden. Auf der Blockchain sollen Transaktionen für immer festgehalten werden. Im Gegensatz dazu ist künstliche Intelligenz sehr dynamisch. Künstliche Intelligenz entwickelt sich ständig weiter. Künstliche Intelligenz lernt die ganze Zeit dazu. Irgendjemand hat einmal in den sozialen Medien gesagt, er versteht den Algorithmus nicht mehr und dann ist er draufgekommen, weil es kein Algorithmus mehr ist, sondern eine künstliche Intelligenz, die sich selbst die ganze Zeit optimiert. Das heißt, wenn du versuchst, die Algorithmen hinter YouTube und Facebook und so weiter zu durchschauen, dann ist das fast unmöglich, weil sie sich eben selber ständig optimieren und weiterentwickeln. Blockchain ist statisch, künstliche Intelligenz ist dynamisch. Ein zweiter wichtiger Punkt ist die Dezentralität. Blockchain ist von Anfang an dezentral konzipiert worden. Das heißt, die Idee bei der Blockchain war die, die auch dem gesamten Internet eigentlich zugrunde liegt, nämlich Ausschalten des Mittelmannes. Wenn früher Intermediäre, also irgendwelche Mittelmänner oder Frauen dazwischen gelegen sind, soll die Blockchain diesen dritten Teil ausschalten und dezentral Transaktionen stattfinden lassen. Das heißt, wenn ein Teil des Netzwerkes wegfällt, dann existiert der Rest des Netzwerks mit allen Daten immer noch weiter. Hier liegen viele verschiedene Anwendungen zugrunde, aber die Dezentralität soll zum Beispiel Hierarchien vermeiden, die Dezentralität soll Machtstrukturen vermeiden. Im Gegensatz dazu ist bei künstlicher Intelligenz hiervon nicht die Rede. Künstliche Intelligenz ist traditionell sehr zentralistisch organisiert. Es sind große Firmen wie Microsoft, Google und so weiter, die sich darauf spezialisiert haben und die künstliche Intelligenz für sich behalten, für sich verwenden und zentral auch festhalten daran. Also Blockchain dezentral, künstliche Intelligenz zentral. Daher eignen sich beide Technologien auch für unterschiedliche Anwendungsfälle. Blockchain-Technologie ist sehr gut dafür da, um Dinge eben festzuhalten. Das heißt, Blockchain-Technologie wird zum Beispiel für Transaktionen verwendet. Blockchain-Technologie ist da, um Eigentumsrechte festzuschreiben. Blockchain-Technologie kann genutzt werden, um Abmachungen festzuhalten. Also sogenannte Smart Contracts. Das sind Verträge, die auf der Blockchain eben notiert werden. Bei einem Vertrag, da wollen meistens beide Parteien von Anfang an nicht, dass eine der Seiten sie auch wieder im Nachhinein ändern kann. Das heißt, wenn etwas fixiert und festgehalten werden soll, dann eignet sich die Blockchain. Künstliche Intelligenz ist eher dafür einsetzbar, um eben etwas zu erreichen. Es ist dynamisch, es ist um Wissen überhaupt zu erlangen. Das heißt, die verschiedensten Techniken von Machine Learning über Deep Learning und so weiter werden eingesetzt, um große Datenmengen beispielsweise zu analysieren, um neues Wissen über die Welt zu erlangen, um Muster zu erkennen, die Menschen davor nicht so erkennen konnten, um irgendwo auch intuitiv zu Wissen zu gelangen. Das heißt, um Wissen zu schaffen, um Erkenntnisse zu schaffen, dafür wird künstliche Intelligenz eingesetzt. Wenn Blockchain das Gedächtnis ist, dann ist künstliche Intelligenz deine Augen, Ohren und dein Geruchssinn, um überhaupt zu Erkenntnissen zu gelangen. Blockchain ist das Rückgrat, künstliche Intelligenz ist deine Intuition.
Blockchain repräsentiert auch eher die Deduktion. Das bedeutet, wir geben von Anfang an starre Regeln vor und in weiterer Folge werden diese starren Regeln befolgt. Code is King. Künstliche Intelligenz repräsentiert eher das induktive Vorgehen. Das heißt, von ein paar wenigen Einzelfällen soll auf etwas Großes geschlossen werden. Vom Einzelfall wird auf das Allgemeingesetz geschlossen. Oder von sehr wenigen Daten wird auf ein Prinzip geschlossen. Das heißt, Blockchain deduktiv heißt fixe Regeln, die vorgegeben sind und was daraus folgt, ist die Handlungsweisen aus den fixen Regeln. Künstliche Intelligenz ist wenige Einzelfälle beobachten und allgemeine Regeln daraus schließen. Blockchain ist der Stein, künstliche Intelligenz ist das Wasser. Wenn du Blockchain in einer Firma einsetzen möchtest, dann wäre sie vermutlich am ehesten im Buchhaltungsdepartment zu finden. Künstliche Intelligenz hingegen würdest du wahrscheinlich beim Marketing finden oder in der Produktentwicklung oder in der Marktforschung. Also, you get the point somehow. Beides sind sehr spannende Technologien, beides sind sehr zukunftsträchtige Technologien. Wir könnten noch mehr Unterschiede aufzählen, aber ich denke, wir haben die wichtigsten Unterschiede herauskristallisiert. Also, falls dir jetzt der Kopf ein bisschen schwirrt, lass es uns nochmal kurz zusammenfassen. Blockchain, dezentral, statisch, unveränderlich, deduktiv sowie Gestein. Künstliche Intelligenz, beweglich, dynamisch, veränderlich, auf Erkenntnis ausgerichtet, auf Fortschritt und Lernen ausgerichtet, also wie das Wasser. Wenn ich von nun an also jemand fragt, hey, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Blockchain und künstlicher Intelligenz? Dann kannst du einfach sagen, Blockchain ist der Stein, künstliche Intelligenz ist das Wasser. Du kannst es auch in komplizierteren Worten natürlich erklären, aber von nun an bist du gewappnet. In diesem Video haben wir uns also die Unterschiede zwischen Blockchain und künstlicher Intelligenz angesehen. In einem folgenden Video werden wir uns die Integration der beiden anschauen. Also, wie können diese beiden Technologien miteinander verflochten werden? Wie können sie im Zusammenspiel eingesetzt werden? Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann gib ihm doch bitte jetzt ein Like. Dankeschön.